Wir durchsuchten die Grabungsstätte von Bel Modan und fanden den Dieb Figli in den Tiefen einer Mine. Er drückte den Splitter wie einen Welpen an sich. Die Magie darin hatte ihm Grausiges angetan. Bitte! Ich will keinen Kampf! Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Hearthstone, Buch der Söldner. Ich muss mich jedes Mal konzentrieren, wenn ich sage Buch der Helden, weil es wirklich so ähnlich ist. Mit Okara und mir, dem Neosuit. Wir sind bei den letzten beiden Herausforderungen angekommen und müssen uns jetzt einem, recht seltsamen Kollegen hier widmen. Figli, der Verbannte. Er ist ein... ich lese lieber vor. Geschwächte Naro strahlen leeren Energien mit tödlichen Folgen aus. Und er hat die Macht des Splitters, die einen Diener in einen Trock mit 3-3 verwandelt. Das ist interessant. Ähnlich wie wir schon mal hatten mit 3-3. Wir haben diesmal natürlich andere Karten. Wir haben ja Muskelaufgabe, wir haben mutierter Muskelprotz. Wollen also Diener mit Spott haben. Wir haben viel mit Spott. Wir haben eine Milch. Aha. Karten können wir 1-1 auf der Hand erhalten. Mankrek haben wir. Nehmen wir dann auch gerne. Samuro. Noch was Spezielles dabei? Nö, Zirkus-Almagam. Und wenn euer Kern diesen Zug angegriffen hat, das spricht er mehr für Guff. Ich nehme auch einfach Guff. Zeltzerstörer kostet 1 weniger für jeden befreundeten Diener. Zieht eine Mag, einen Drachen, einen Piraten. Das ist ein komisches Deck, finde ich. Komisches Mischdeck, was auch immer. Wir haben nichts auf der 1. Vielleicht haben wir jetzt noch eine andere Fähigkeit. Wir werden sehen. Oder sie kosten alle nur 1. Rokara gegen Figli. Figli, lass den Splitter fallen. Der Splitter wird euch verändern. So wie mich. Einem Drachen. Einem Mech, einem Drachen, einem Piraten auf eurer Hand 1+1. Wir greifen an. Wir haben Mech und einen Drachen. Dann behalten wir das mal so. Und wir nehmen Guff. Kostet alles 2 Mana, ne? Hilft ja nicht. Wir tun euch nichts. Gebt ihn uns einfach. Der Splitter! Er spricht zu mir! Ich glaube, der kann ja auch nur verwandeln. Bitter, jetzt hätten wir natürlich was anderes haben können. Frostwölfe! Verleiht einem zufälligen Diener mit Spott 1+1. Holen wir erstmal den hier raus. Schild seine Macht! Ah ja. Dumm. Wir müssen weiter traden. Egal, ob der Splitter euch ein gnomisches Liedchen vorträllert. Her damit! Sie alle haben Macht. Aber zusammen so viel wie ihr und eure Freunde. Ich werde euch verändern. Dumm. Ja, das ist leicht nervig. Alter Schwede. Oh,
Okay, den können wir ja jetzt wegtraden, wegmachen. Friede sei mit euch. Wollen wir den mit Spott haben? Noch mit Spott, der stärker und kriege eine Kopie von dem. Das wurde ja eher für... Und was fragt ihr gerade mit dem? Verwandlung! Dumm! Man muss den Splitter ein bisschen triggern. Das war jetzt natürlich sehr schlecht. Ich muss die Splitter vereinen. Ich könnte die Toten erwecken oder Azeroth in die Knie zwingen. Aber ich mag Azeroth. So, jetzt haben wir nämlich eine Kopie von dem. Relativ stark. Wir können hier auch nochmal aufwerten, nämlich weiter Druck machen. Nicht gleich schlecht und wir haben gleich nochmal eine Waffe draußen. Ja, okay, das passt natürlich. Wenn wir einen Drachen auf der Hand haben, haben wir einen Drachen auf der Hand. Ja, dann machen wir den doch weg. Irgendwelche Alternativen? Wir können angreifen. Natürlich vielleicht einen stärkeren Drachen. Vielleicht doch nicht. Das ist halt nervig. Was dauert denn so lang? Bringt mir diesen Splitter! Kasakus, was tut ihr denn hier? Ich hab das Warten satt. Ich werd euch helfen. Ich hab ein Elixier gebraut, das euch im Kampf helfen wird. Okay. Ja, dann nehmen wir einen übermächtigen Zauber. Der soll einen Dämon herbeirufen. Und Dämon herbeirufen. Müssen wir noch ein bisschen aufwerten. Das ist ja mal perfekt. Manchmal hat man auch einfach Glück. Hier greifen wir da an. Ging gerade das Board dann sowieso gleich voll. Ich glaube, das war jetzt echt gut, ein bisschen lucky. Man hätte vielleicht was sagen müssen. Ja, aber das muss er ja, da muss er ja den Splitter spielen. Jeden befreundeten Diener mit einzigartigem Dienertyp. Wenn ich den jetzt spiele, dann wird er ein bisschen weniger. Okay, naja, was soll's. Ja, dann werden soll. Ja, dann hätte er noch ein bisschen mehr bekommen. Naja, was soll's. Der macht ja eh hier die Evolution. Oh, warte mal. Ich hab nen Golem für euch gebaut. Passt gut drauf auf. Ich will einen großen Golem haben. Und ein großer Golem, der hilflich ist und allen feindlichen Dienern 3 Schaden zufügt. Cool. Cool, 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 cool. Der verwandelt den. Hey, gib mir das! Ach, was soll's? Wir haben das schon gewonnen. Was gut gekämpft. Er ist geschlagen! Vernichtet ihn und nehmt den Splitter! Aber er ist hilflos. Ich kann nicht. Feigling, ich bringe es selbst zu Ende. Ich konnte es nicht tun. Ihn zu töten war nicht ehrenvoll. Zu töten ist nie ehrenvoll, Rokara. Ihr schon. Kehrt nach Orgrimmar zurück. Eure Arbeit hier ist getan.
Aha. Den Meister Drukhara, also Kazakos, kennengelernt, so richtig. Über Kazakos weiß ich auch nicht Bescheid. Auf dem Rückweg nach Orgrimmar trennte sich unsere Gruppe. Gav kehrte nach Donnerfels zurück. Dämmergriff und Tamsin zogen los, um die Oasen in der Umgebung und den Glutnebelgipfel jeweils nach weiteren Splittern abzusuchen. Als Brokan und ich Orgrimmar erreichten, erwartete uns Garrosh. Ich habe von euren Erfolgen gehört, Welpe. Und von eurem Versagen. Wollen wir sehen, ob ihr genug gelernt habt, um gegen mich zu bestehen? Die letzte Lektion mit Garrosh. Garrosh hat auf Rokaras Rückkehr gewartet und ist nicht glücklich darüber. Und ja, er hat natürlich Blutschrei. Für 4 Mana, das ist natürlich eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was wir als Alternative haben. Mankrieg. Irgendwas Spezielles dabei. Den Oberanführer fand ich ganz cool. Armer Gürtlon, okay. Na, mal schauen. Eternium Flitzer als One Drop. Was wir jetzt als Heldenfähigkeit haben, wenn die anderen ja weg sind. Rokara gegen Garrosh. Mich überrascht, dass ihr das Brachland überlebt habt. Das Brachland hat mich überlebt. Okay. Die Sprüche üben wir aber noch. Na, die Axt ist vielleicht besser. Alter Schwede, okay. Legt eine 4-2 Axt an, okay. Weiter was? Nein. Okay, dann kommt der Feendrache raus. Zerstört meine Rüstung, wenn ihr könnt. Ich werde euch nicht schonen. Ich euch auch nicht. Oh, dann kommen wir mit der Axt, denke ich, hier gut an. Wann mal nicht. Ticket Vertickerin. Ach so, dann... Warum habt ihr die Missgeburt verschont, die den Splitter gestohlen hat? Ich hatte Mitleid und zeigte ihm Gnade. Ich bemitleide jeden, der Gnade zeigt. Hilft mir, Olpa zu finden. Die Axt lassen wir dann noch. Ich bin unbesiegbar. Ja. Wie soll er das so machen? Dann würde ich sagen. Den kriegen wir danach. Wenn euer Held in diesem Zuge angegriffen hat. Na dann greifen wir an. Passt das ja gut. Ach siehste, und den hätte ich nur aufwerten können. Naja. Ja, dann, ich will den doch lieber weg haben. Ich würde lieber noch ein paar Karten haben. Also würde ich sagen, so. Ja, okay. Ah, dann habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte ja, der Eifer. Das wäre aber zu leicht gewesen. Okay, dann wäre die Idee... Ich muss Spott rauskriegen. Ah, ich muss beide Spottsachen rauskriegen, ist ja nervig. Verleiht am Ende ist allen Diener mit Spott 2 plus 2. Ja, dann machen wir doch lieber so. Und wir machen...
Es gibt kein Geld zurück. Den. Das kriegen wir noch hin mit Schrott. Aber Muskelaufbau kriegen wir. Ist ja auch nicht schlecht, dass beides ja heißt. Okay. Ja. Er würde überwältigen. Gut, aber eure Gnade macht euch schwach. Ich werde alle Schwäche in der Horde ausmerzen. Ich bin froh, dass ihr nicht der Kriegshäuptling seid. Wir haben 8 Mana. Damit könnten wir 3 spielen und einen Gegenspot. Mach jetzt den. Mach jetzt den. Einen Diener verleihen. Und einen Bot raus. Mit 7, 8, den schwächsten vielleicht. Gut, Trade ist dran. Wir kriegen 2 Karten, perfekt. Euer Herr macht euch schwach! So, wir könnten Drachen. Wir verleihen den einfach mal noch mehr. Der Alpha. Und noch. Frostwölfe! Ja, das geht doch ganz gut jetzt. Klar, der kriegt keinen Schaden, er kann den mal rausnehmen. Und das gefällt mir dann natürlich alles nicht. Was ist Ehre ohne Gnade? Soll ich etwa die Hilflosen auslöschen? Ihr sollt eure Befehle befolgen. Wir könnten den töten hier rein. Die alle noch ein bisschen besser. Den können wir reinziehen. Den nehmen wir rein. So. Erhebt euch, Kinder der Horde. Okay. Standhaft. Arbeit, Arbeit. Muss was getan werden? Oh, da unsere Sportkollegen sind hier noch am Start. Wo ich sage... Warum sollte ich den denn neu drehen? Dann nehme ich doch lieber den Drachen. Der kann nichts weiter. Ich ziehe eine Karte. Oder ich spiele das, dass ich hier Karten ziehe. Meine Damen und Herren, lasst das Staunen beginnen! Genau. Wir haben nichts, was wir mit einem wegmachen könnten. Wir greifen mit dem einfach an, um unseren um hier noch stärkere Diener zu bekommen. Wir haben 2 Spott draußen, das reicht mir eigentlich. Genug! Ihr habt euer Kampfgeschick bewiesen. Ach so. Aber ihr solltet lernen, eure Zunge zu hüten. Ihr seid jetzt ein Champion im Dienst des Kriegshäuptlings. Euer nächster Auftrag erwartet euch. Ach, das war's schon. Und wir kriegen eine Kriegerpackung. Ihr habt doch Khazras Buch der Söldner abgeschlossen. Mal sehen, was dann gleich noch da drin ist. Aber ganz ehrlich, das war mit eins der leichtesten Kapitel, würde ich sagen. Ich habe Garrosh Test bestanden, Brokan. Aber Garrosh irrt sich. Mitgefühl ist Stärke. Gnade ist Ehre.
Ich hätte ihn nie verehren sollen. Ich muss meinen eigenen Prinzipien folgen und an mich glauben. Vokara, das ist die letzte Lektion. Ja, das war natürlich positiv. Alles super duper. Mitgefühl, Stärke, Gnade ist Ehre. Ja. Interessant, aber ganz ehrlich, es ist für mich quasi gleich. Ist das Buch der Helden nur mit Allianzhelden? Nö, auch nicht. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Auf jeden Fall schauen wir noch, was drin ist. Ob wir hier was Tolles bekommen. Wir kriegen einen Schwertschlucker. Ja, und das war schon. Das Blaue ist das höchste der Gefühle. Eine Barrikade. Und das Stachelrad. Selten! Und Ausdauertraining. Eigentlich auch eine schöne Karte, dieses Aufwerten. Ist auf jeden Fall interessant. Ja, also ich denke fast, Mensch, da sollte man, also die eine oder andere Begegnung könnte, glaube ich, da hatte ich ein bisschen Glück, ein bisschen kompliziert werden. Aber so ganz grundsätzlich ist das jetzt im Vergleich zu dem, was beispielsweise mit Valera so passiert ist, echt entspannt gewesen. Von daher hoffe ich, dass euch das Solo-Abenteuer auch gefallen hat. War auf jeden Fall mal ein bisschen andere Geschichte. Und ja, wenn nicht, schreibt es doch in die Kommentare, was ihr so gedacht habt über diese, also warum das Blizzard jetzt so macht mit dem Buch der Söldner und ob ich da auch irgendwas falsch verstanden habe mit diesen Roguelike-Elementen. Ich dachte, da soll man irgendwie mehr was sammeln. Ich dachte, das wurde ein bisschen mehr wie, was haben wir hier sonst so, ja, der große Coup oder Gräber des Grauens, dass man da irgendwas sammelt. Und dann sich das jedes Mal ein bisschen anders spielt. Aber das ist ja auf jeden Fall, kann das ja noch nicht gewesen sein, was da so angekündigt wurde. Also, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst oder was ihr auch generell so darüber denkt, über die derzeitigen Solo-Abenteuer. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Und dann sehen wir uns sicherlich beim nächsten Kapitel. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin, euer Nerosot.